Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia und wir sind wieder in Sizilien und der Bluefire ist auch wieder dabei. Jawohl, ja gut, die Aufnahme haben wir jetzt aufgenommen nach dem Spielplatz, was jetzt zuletzt kam. genau. Haben wir uns gedacht, der Rick ist nicht dabei, der ist immer noch beschäftigt. Genau, und wir sind jetzt hier bei der Oper. Wie es aussieht, machst du jetzt die... Wir fangen das Dach. Wir machen jetzt die Kuppel. Ja, richtig, genau, richtig. Das wollte ich sagen. Die Kuppel, ja cool. Bin mal sehr gespannt, wie da du vorgegangen bist. Ich habe hier sehr viel ausprobiert. Schlussendlich wird es doch nicht so, wie es jetzt gerade ist. Okay, ja. Das Problem ist halt, ne, so ein Dach musst du halt Thronbilder haben. Ich habe tatsächlich ein YouTube-Video gefunden, wo eine Drohne drüber geflogen ist. Oh, okay. Und da konnte ich natürlich das dann alles so machen. Oh, cool. Weil Google Maps war das jetzt nicht so schön, tatsächlich. Echt? Okay. Ja, nee, war nicht schön, das Dach zu sehen. Ah, okay. Du weißt halt nicht, wie hoch, wie, ne, und wie. Alles, also die ganze Größe konntest du halt nicht einschätzen. Ja. Okay. Ja. Und das Dach an sich hast du jetzt nur komplett mit Abenteuerteilen erstellt? Das ist mit ich weiß nicht wie viele verschiedenen Teilen, also. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin da gerade am Probieren und am Testen. Und gleich löscht du einfach wieder alles, ne? Ja. ja, es ist wirklich so. Ja, das ist so typisch mit der Weil ich mir dann so dachte, naja gut, jetzt hast du den Kreis da, bist ja auch blöd, warum kopierst du nicht einfach alles? ja, klar, natürlich. Ja, es ist typisch ich, ja. Das ist meine Bauweise, einfach drauf losbauen. Irgendwann wird schon passen. Ja, auf jeden Fall. Also bei dir mache ich mir eher weniger Gedanken. Ja, weil ich es tatsächlich erstmal schlicht haben wollte. Und dann habe ich mir gemerkt, naja gut, wir können ja eigentlich noch mehr Details reinhauen, weil ist ja egal. Ja, eben, genau. Also ich gehe nicht der Schiene nach, weil ich will fertig werden. Ach komm, also damit hast du ja auch Mühe gegeben. Ja, aber ich habe es auch tatsächlich, ich habe auch reingekloppt, ne? Also es ist, ich hatte dann Zeit und beziehungsweise habe mir die Zeit genommen und ja, habe mal auch ein bisschen Vollgas gegeben, weil ich habe in der Zeit ja auch den Pisa-Bereich fertig gemacht. Ich habe zwei Bereiche fertig gemacht, wobei Pisa war ja zur Hälfte fertig, aber Pisa ist am Ende nicht mehr das Pisa geworden, was ich mir ursprünglich gedacht habe. Es ist dann doch alles... Es ist sehr grüner geworden. Ja, genau. Und es ist auch vor allem detailreicher, sag ich mal ja, so. Ja, ja. Ist einiges dazugekommen, was eigentlich gar nicht so im Plan war. Und auch, die Sehenswürdigkeiten sind da, also die Kathedrale und der Pisa. Und das eine Gebäude, was halt auch dort in Pisa steht, also so ein Teil, und die Mauer. Allerdings ist dann halt vieles grün, ne? Aber hier geht es ja auch nicht jetzt um Pisa eigentlich, aber nur kurze Erläuterung. Es, eventuell haben wir es sogar schon gezeigt, ich weiß ja nicht, wann das Video rauskommt. Ja, wenn, dann nur bei einem Da Vinci-Teil, weil hier war es noch nicht fertig. Ich habe die Packe erst danach bekommen. Definitiv. Weil die Kuppel ist schon fertig. Stimmt, da hinten habe ich gerade gesehen, steht eigentlich nur die Achterbahn, ne? So knackig. Genau, Pisa, Kathedrale und Achterbahn dürfte nur da stehen. Und das Gebäude. Ja. Das Gebäude, genau. Ja, also, aber dazu gibt es natürlich auch noch ein kleines Spotlight, sagen wir mal so. Spotlight. Ja, mit der Kuppel habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil die ist so leicht ineinander gedreht. Falls du dich erinnern kannst. Ja. Ja, genau. Das habe ich semi hingekriegt. Aber ich dachte mir so, naja gut, es ist ein Dach, man guckt ja nicht direkt halt eigentlich drauf. Nein, das nicht. Aber im Endeffekt sieht es trotzdem gut aus. Sehr schön.
die Technik, wenn die nicht will, dann ist es zum Kotzen. Ja, das ist echt zum Kotzen. Pass auf, gleich fällt meine Technik aus. Ja. Aber wir haben immer so Technikprobleme, das ist echt manchmal zum Kotzen. Ey, das muss man echt mal zeigen. Das ist nicht mehr normal, was hier manchmal passiert ist. Ja, ja, ja. Und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen und dann sind wir angepisst und angekotzt. Und, und wir versuchen dann immer so freundlich wie möglich zu sein. Ja, alles happy. Nein, auch bei uns läuft manchmal einiges schief. Ja. So ist es. Und hier, halt, wie gesagt, hier versuche ich gerade diese Verdrehung zu machen. Mhm. Da habe ich mich wirklich schwer getan. Ja, es ist aber auch schwer. Das ist. Aber, ja. Es sieht doch am Ende trotzdem gut aus. Ja, irgendwie. Aber wie du schon sagst, es fällt einfach keinen auf. Klar, jetzt haben wir hier die ganzen Speedbilder und alles, ne? Wenn sich jetzt einer den Park runterlädt oder abonniert jetzt auf Steam, der guckt sich das dann genauer an. Ja, ja, weil wir es hier gerade halt zeigen und sagen. Ne? Ja. Das ist ja wie mit allem. Ne? Ob ich jetzt sage, gib mal Feedback oder sonst irgendwas. Ja, da wird auf irgendwas geachtet, was gar nicht so eigentlich gewollt ist im Endeffekt. Ja. Aber es ist halt so. Ja, ich meine, wir sind ja kritikfähig. Ja? Wir nehmen ja auch alles immer gern an. Dafür stehen wir ja mit unserem Namen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Aber hier, das sieht doch top aus. Sieht doch gut aus. Ja, also schlussendlich bin ich auch zufrieden mit. Ja. Es geht halt nicht anders und besser. Wie willst du es denn noch machen? Ja, also manchmal muss man einfach das Spiel sagen, okay, Spiel hast gewonnen. Geht halt nicht anders. So. Geht halt nicht anders. Ne? Und ganz ehrlich, wenn du jetzt vom Boden aus dir das Dach anguckst, dann siehst du es eh nicht. Ja, sowieso nicht. Ne? Also wenn du jetzt so davor stehst, dann siehst du es eh nicht. Und ich finde es genial, also ich mag's. Ich mag's echt gern. Das sieht so gut aus. Ja, da kommt ja noch irgendwie so ein Art, ich weiß nicht, was das ist, so ein Art Krönchen drauf, keine Ahnung. So irgendwie komplett verschnörkelt mit irgendwelchen Verzierungen und weiß ich nicht. Ja. Gold halt, ne? Das ist keine Ahnung. Bronze? Bronze vielleicht, ja. Okay. Das ist aber eher so grün-bläulich irgendwie, das habe ich auch versucht irgendwie nachzumachen. Mhm. Ja. Ist mir aber eigentlich ganz gut gelungen. Das Problem ist einfach nur, du siehst es zwar von unten, wenn du ein Bild anguckst, aber du weißt halt nicht, wie es richtig aussieht, deswegen, Gott sei Dank, ist es dieses eine Video mit der Drohne halt, ne? Mhm. Auf YouTube. Dann kannst du dann richtig erkennen, wie das aussieht, ne? Eben. Ja. Das hat mir so den Arsch gerettet. Ja. Ah, ist doch gut. Hat es keinen Bock mehr, halt oben in der Höhe zu bauen. Nee. Hier unten bauen, ja. Das ist manchmal einfacher, gell? Das Problem ist einfach, dass ich hätte halt diese Kuppel schon und dann ist es halt nicht mehr gerade. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe das noch ein paar Mal geändert. Ja. Oh, okay. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so fertig. Das sah schon gut aus. Ja, es geht auch tatsächlich noch ein bisschen besser. Ah, okay. Ja, das kommt jetzt, ne? Das kommt jetzt, ja. Ah, perfekt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Manchmal ist auch, es ist ja wie im wahren Leben, ne? Der erste Entwurf ist manchmal einfach nur der erste Entwurf. Eben. Der finale Entwurf entsteht dann meistens nach 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn eigentlich hier angefangen mit Bella Italia? Ich habe da gerade keine Ahnung. Richtig angefangen? Ja. Boah, keine Ahnung. Wir haben Universal Studios fertig gemacht. Das mussten wir nach 9 Wochen anfangen. Oder nach 9 Wochen haben wir das abgegeben. Ja. Das war direkt ja in Mitte des Jahres 20, meine ich. Ja gut, wir haben YouTube angefangen mit Bella Italia. Das heißt, wir haben ja theoretisch dann im Januar 21. Januar 21 angefangen, genau. Ja, uns gibt es ja jetzt 2 Jahre schon.
Ja, müsste 21. Nee, 22. Hä? Nee. Ja, ansonsten würden wir ja schon 3 Jahre machen. Oh. Ist ja auch egal, da habt ihr das wunderschöne Dach. Die wunderschöne Kuppel. Genau. Und das geht das Video einfach zu Ende, das gibt's ja gar nicht. Schlimm, ne? Nee, aber ihr kriegt ja noch so kleine, ja, wunderschöne Part. Cinematics. Hä, ja, was? Achso, ja, das komplette Oper seht ihr dann im nächsten Part. Und dann ist sie tatsächlich fertig. Juhu, ich freue mich. Dann werden wir durch. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich denke mal, ich werde dann am Ende nochmal so einen kleinen Cinematic von Sizilien machen. Dann ist es nämlich fertig. Dann komplett perfekt abgeschlossen und dann geht's weiter. Perfekt. Geil. Dann, also, bis in den nächsten Part. In aller Frische, mach's gut und tschüss. Ciao.